Hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch ganz kurz erzählen, wie ich meinen Rasen im Mai pflege, was ich dabei beachte und wie auch ihr einen schönen grünen Rasen bekommt. Das ist gar nicht so schwer und darum geht es in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ein herzliches Willkommen nochmal, hallo und ein frischer grüner Rasen. Natürlich steckt da ein bisschen Arbeit drin. Wir sind jetzt im Mai und jetzt ist wichtig, dass der Rasen erstmal, wenn es noch nicht geschehen ist, auf jeden Fall gedüngt wird. Ich dünge immer gern rein organisch, weil ein organischer Dünger auch den Boden belebt und nicht nur dem Rasen gut tut, sondern auch den Mikroorganismen, denn ein gesunder Boden gibt auch einen gesunden Rasen. Wer möchte, kann jetzt vertikutieren. Die Nachttemperaturen werden jetzt höher langsam und je höher die Bodentemperatur ist, desto besser wächst der Rasen und desto besser wachsen die kahlen Stellen auch wieder zu. Das gleiche gilt fürs Nachsehen. Ihr könnt jetzt sehr gut nachsehen. Im Moment ist das Wetter ja recht feucht und dadurch werden schnell die kahlen Stellen geschlossen. Wenn ihr euch einen Rasensamen kauft, achtet auf RSM-Qualität. Das bedeutet Regelsaatgutmischung. Das sind Rasengräser, die getestet wurden, die Mischungen und eine sehr gute Qualität haben. Und ein weiteres Kriterium für eine gute Rasensaat ist die Grammanzahl pro Quadratmeter. Wenn ihr so 20, 25 Gramm auf einen Quadratmeter werfen sollt, dann habt ihr ein gutes, feines Saatgut. Wenn ihr mehr müsst, zum Beispiel 50 Gramm oder so richtig schweres Saatgut hat, zum Beispiel Berliner Tiergartenmischung, wie es gern angeboten wird, das ist qualitativ nicht sehr hochwertig und da rate ich euch auf jeden Fall von ab. Ja, kommen wir zum Mähen. Ich mähe einmal die Woche regelmäßig auf 3,5 bis 4 cm, immer wieder die gleiche Schnitthöhe. Dadurch wird der Rasen schön dicht und kräftig. Unkräuter haben wenig Chance. Natürlich habe ich auch hier und da mal ein Gänseblümchen drin, aber das stört mich nicht. Ich muss jetzt keinen sterilen, perfekten Rasen haben. Hier darf auch gerne mal ein Gänseblümchen blühen und sowas. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich. Wenn ihr noch Fragen habt zur Rasenpflege, immer gern her damit. Für einen Daumen hoch für dieses Video würde ich mich natürlich auch freuen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich auch freuen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß im Garten und bis zum nächsten Video. Euer Dennis.